Vor allem, weil ich nicht gerade jetzt mal nicht weiß, in welche Richtung ich am besten weitergehe. Da geht's nur wieder nach oben. Ja, genau. Das sind nämlich die beiden Treppen links und rechts. Hat man ja wählen können. Versuchen wir es mal hier. Okay, hier können wir einfach reingehen. Mir macht Angst, würde ich nicht sagen, aber ich mache die Musik doch ein bisschen nervös. Die Wasserspeier, die Gargoyles kann ich nicht anklicken und ich kann sie auch irgendwie nicht aktivieren. Auf den zwei Säulen hier stehen keine Gargoyles drauf. Die sind entweder schon... Die werfen sogar Schatten und darauf... Da soll ich nicht paranoid werden? Aha. Da könnte ich sie auf dem Boden sogar anwählen. Aber nee. Erstmal einfach weitergehen und das Beste hoffen. Und dann erstmal hoffen, dass nicht noch mehr Untote kommen. Davon hatte ich nämlich jetzt in dem letzten Kampf mehr als genug. Ach Gott. Da sind noch mehr Wasserspeier. Da ist eine Klingenfalle. Und was habe ich gesagt? Die Wasserspeier erwachen zum Leben. Ich muss erstmal Fyris von ihren vier Wunden befreien. Angriff! Deswegen. Vorgrim, Quano. Fyris ist die Wunde los. Jetzt sollte sie noch den Gargoyle loswerden, der sie angreift. Vorgrim und Quano sollten auf denselben Gargoyle gehen. Okay, das sind unterschiedliche. Das sind solche mit so reptilmäßigen Köpfen und solche mit hässlichen Fratzen. Die halten unterschiedlich viel aus. Was? Fyris sollte sich mal selber heilen. Das ist einer von den stärkeren. Vielleicht hilft ja ein Kugelblitz gegen den. Ja, ein Kugelblitzer macht schon Schaden gegen den. Oh, und er hat schon drei Wunden. Sehr schön. Was? Bei Angriff schwarz! Vorgrim. Der hebt ja noch weniger aus. Na ja, gut. Ich hab so damit gerechnet, dass die zum Leben erwachen. Wäre auch doof gewesen, wenn man jetzt sowas nicht rechnen würde. Nochmal ein Fulminictus und dann war es das hoffentlich bald mal. Okay, Quano stirbt fast, deswegen... Fyris, Heimer, Quano.
gehe ich einen Fulminictus nochmal auf den da, dass der hoffentlich schnell stirbt. Okay. Es ist dann nur noch einer und Fyris hat nicht mehr genug, um sich selber zu heilen. Egal, dann kann sie sich jetzt selber heilen. Und ich brauche Munition. Und die Gargoyles haben Sandstein bei sich. Naja. Was erwartet man anderes? Eine magische Hiebwaffe nicht identifiziert. Guano, mal bitte identifizieren. Steinerner Streitkolben. Na gut, die können erstmal bei Guano bleiben. Ah, Gott. Sag mir bitte nicht, dass hier jetzt alle aufstehen. Die 4 Grad gingen ja eigentlich noch. Aber bei mehr hört es irgendwie auf. Gehen wir erstmal hier durch. Wieder mal raus. Ja, wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Der Tempel ist, die Ruine ist doch größer, als ich erwartet habe. Und hier sind schon wieder Säulen. Aua. Und ich sollte nicht immer so vorrennen. Was? Sonst verbrenne ich. Balsam Salabunde. Gut. Hallo, ihr da oben. Welche von euch sind echt und welche sind Statuen? Ich traue euch nicht. Kommt runter. Und sie sind alle 4 echt. Ja, ja. Was haben wir denn da? Haben wir hier eine kleine? Nein, das ist einer von den Stärkeren. Das ist einer von den Stärkeren. Bei Angroschwart! Das sind mehrere Stärkere. Ja. Ei. Sanyasa. Achtung. Erstmal den kleinen, schwächeren niederprügeln. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte die Untoten zurückhaben. Ja. So, wer verfolgt mich? Die meisten gehen auf Vorgrim, sehr gut. Weil es sollte Vorgrim gleich mal heilen. Komm! Dann den mal schnell töten, der am meisten angeschlagen ist. Ja. Und ich sollte auch auf denselben gehen wie Fulgrim und Fyris. Was? Und Fulgrim sollte einen Einbeersaft trinken. Okay, das war jetzt gerade ein verschwendeter Fulminictus. Du kannst den hier angreifen. Und Guano schafft es nicht, den schwächsten Gargoyle zu töten. Ich bin stolz auf dich, Guano.
Ja? Guano schafft es aber dafür ziemlich gut einzustecken. Ja. Angriff! Ja. Borgrim. Borgrim tötet zwei von den Starken, während Quado dafür braucht, den Schwächsten. Länger braucht, den Schwächsten zu töten. Ich will nicht sagen, dass das erbärmlich ist, aber ich finde es ein bisschen erbärmlich. Was? Vor allem da Quano ständig am Wegsterben ist. So. Das war's mit dem Gargoyle. Der hat auch solche magischen Waffen dabei. Okay, die sah jetzt etwas anders aus, die Waffe. Steinerner Streitkolben und das ist eine steinerne Stachelkeule. Ja, super. Der Raum sieht gargoyle leer aus, aber da ist eine Falle. Ich sollte mal ein bisschen meine... Wer hat die höchste Sinnesschärfe? Feieres. Sollte ihre Sinnesschärfe etwas steigern. Ja. Ach ja, und ihr fallenden Schärfen könnte auch etwas höher gebracht werden. Und sie hätte genug, um irgendwas von denen hier. Gewandtheit ist schon ziemlich hoch. Ich sollte mal ihre Konstitution um einen Punkt steigern. So. Ja. Und Quanus Gewandtheit, der hat ja genug Punkte. Was? Vorgrim. Sollte ich Vorgrim irgendwo einen Attributspunkt? Ne, geben wir ihm erstmal zwei Lebenspunkte und Fähigkeiten. Gut. Von mir sollte ich vielleicht noch was steigern. Und zwar einen Punkt Konstitution könnte ich noch vertragen. Genau. Und vielleicht noch zwei Punkte Leben. Ja? So, Feieres, Falle entschärfen bitte. Was ist das jetzt wieder für ein Bereich hier? Kann ich natürlich nicht sagen, weil es auf der Karte nicht richtig zu lesen ist. Doof. Was ist hier dahinter? Nix. Mir fällt nebenbei gerade so ein. Uns fehlen ja noch ein paar Teile für das bosparanische Rezept. Die müsste es dann auch hier unten geben, also sollten wir uns genau umgucken. Okay, noch ein größerer Raum, in dem die Gargoyles bereits rumlatschen.